Romy Haag über ein Zirkuskind, einen Teenager in Paris und ihre Love Story mit David Bowie. Romy Haag, wie oft wurde in diesem Sommer Ihre Frisur ruiniert? Oh, wow. Ja, da habe ich, ich habe immer eine Handtasche dabei. Da gibt es so altmodisches aus den 60er Jahren. So eine Plastiktüte. So Plastiktüte. Mit unten zum Zusammenbinden. Genau, genau. So sieht man sie durch Berlin laufen. Ja, ach, natürlich. Ach, warum nicht? Ralf Schmitz, Romy, ist es so, dass Damen deshalb so viele Schuhe haben, weil sie häufig in Hundehaufen treten? Und deswegen einfach Ersatz haben wollen? Nee, ich glaube einfach, die Damenschuhe gehen schneller kaputt, nicht? Das sind höhere Absätzen und dann sind sie beschädigt und das geht alles ganz schnell. Ja, also vorne sind sie offen und dann ist der Zeh da in dem Zeug drin und so. Und man wechselt auch gerne. Ich glaube, die Männer, die wechseln ja, was haben sie? Braune und schwarze Schuhe. Nee, aber er hat ganz viele. Nee, ich habe ganz viele. Ich habe so jetzt noch so ungefähr 35, 40 Paar. Wasser hier. Romy, was trinkst du vor Auftritten? Ebbes mit Bläste? Nee, ich trinke eigentlich auch nur Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Früher mal Salbei-Tee, aber es ist nicht so gut, warmes zu trinken, für das man auf die Bühne geht. Hast du in deiner wilden Zeit auch schon bei Chez Romy immer nur Wasser, Wasser, Wasser von Salbei-Tee? Das ist aber eine langweilige Geschichte. Ja, Salbei-Tee und Wasser, Wasser, Wasser. Naja, ich meine, für einen Auftritt und für Konzerte brauche ich einen klaren Kopf. Das ist ganz klar, weil das sind sofort Texte, die man behalten muss und weiß ich was. Und, aber danach geht es richtig los. Das schon, das schon. Aber ich muss erstmal auf die Bühne kommen. Auf der Bühne muss ich nüchtern sein. Das würde sonst überhaupt nicht gehen. Ich muss ja auch meine Musiker dominant behandeln. Das finde ich eine sehr gute Arbeitseinstellung, wirklich. Das ist gar nicht so schwer. Im Grunde sprechen wir über ein weibliches Unvermögen, nämlich mit der Stille des Mannes nicht auskommen zu können. Romy, haben Sie oder hatten Sie je einen Partner, der schwieg? Also ganz ehrlich gesagt, ich kenne eigentlich viele, viele Männer, eigentlich 80% der Männer, die ich kenne, sind alles Labertaschen. Und sie labern so viel, dass ich dann immer sagen muss, kannst du das nicht einfach mal in Telegram-Stil sagen oder so? Oder einfach klar und richtig, weil also ich kenne Männer, die lieben es, Märchen zu erzählen. Aber ich glaube, das liegt auch an dem künstlerischen Beruf, in dem sie tätig sind. Also ich glaube, das ist auch eine Form des Schweigens, ehrlich gesagt. So viel zu sagen, das ist auch eigentlich schon ganz... Nein, aber das ist behauptet. Nein, 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 das glaube ich nicht. Die hören sich selber gerne reden. Okay. Aber ich glaube, Frauen können ganz anders schweigen. Wenn Männer schweigen, herrscht Stille im Wald. Und Frauen schweigen und dann nehmen sie Brille, man... Das ist ein einziger Vorwurf. Dann schüttelt sie den Kopf. Du weißt gar nicht, warum die Frau den Kopf schüttelt, aber sie schüttelt den Kopf. Dann nickt sie und du... Die lebt, ich weiß gar nicht wie, nur mit Körpersprache, aber sagt dabei nichts. Ja. Männer, wenn Männer die Klappe halten, sind sie ruhig. Das ist ja genau der Punkt. Also sie müssen sich wirklich keine Sorgen um uns machen, wenn wir nichts sagen. Aber wenn sie nichts sagen, dann sollten wir uns Sorgen machen. Also genau ich habe ein... Ich habe ein Schweigeretreat gemacht in Indien. Ja, 3 Wochen lang in einem Vipassana-Retreat und da hat man keinen Augenkontakt, man darf nur auf den Boden gucken, man hat Schweigepflicht und so. Und da, mit der Zeit, so nach einer Woche, sind natürlich Leute, die durchdrehen, die das einfach nicht fassen. Und meistens sind es Männer, die durchgedreht sind und es irgendwie nicht geschafft sind und aus der Gruppe ausgestiegen sind. Sehr interessant. Schweigeretreat. Ein häufiger Vorwurf gegenüber Männern, Romy, ist ja auch, dass wir häufig schlechte Laune hätten. Völlig unbegründet. Ja? Nein, also das kann man schnell raushelfen. Also, schlechte Laune-Experte ist Till. Ich freue mich jetzt auf eine Frau, die man mit Fug und Recht als eine der schillerndsten Figuren des Berliner Nachtlebens bezeichnen kann. Sie ist Varieté-Künstlerin, sie ist die Femme Phänomenal. Hier ist Romy Haag. Lachen, dass du sagst Varieté-Künstlerin oder so. Ja. Ja, ich war früher mal künstlerische Leiterin ins Wintergarten, aber eigentlich mache ich Musik. Ich weiß, du bist eigentlich Sängerin und Schauspielerin, aber du bist alles. Also man sieht dich und man kennt dich und man weiß gar nicht woher. Also woher man dich zuerst gekannt hat sozusagen. Weil man hat das Gefühl, du bist einfach überall. Warum? Hier winkt mir ein freundlicher Herr hinter der Kamera. Ja, der kennt dich macht auch. Immer so zu mir. Soll ich mal zurückwinken? Hallo. Ja. Was ist...
Was war die wildeste Zeit in deinem Leben? Oder liegt sie am Ende noch vor dir? Oder bist du gerade mittendrin? Es war irgendwie immer eine wilde Zeit und ich lebe immer noch eine wilde Zeit. Ich habe früher immer gedacht, ich wäre nicht älter wie 30 und ich habe immer darauf losgelebt. Und einfach das getan, was die innere Stimme mir abverlangt hat. Warum hast du dir gedacht, du wirst nicht älter als 30? Weil ich das früher so gedacht habe, wenn ich so, weiß ich was, 15, 16 war. Und dann habe ich gedacht, oh nee, älter wie 30 werde ich nie im Leben. Also, das war wirklich so in mich rein, so ich habe wirklich drauf losgelebt. Ja, und du hast sehr schnell ziemlich drauf losgelebt. Du bist dann mit 15 schon von zu Hause weg gewesen. Ja, mit 13,5. Mit 13,5, ja. Da ist man ja wirklich noch ein Kind. Ja, aber ich finde immer, damals war man noch kein Kind. Damals war man kein Kind mehr. Das war so Nachkriegszeit, es war Wiederaufbau, jeder musste arbeiten. Und ich komme aus einer Familie, aus einem Kind auf der Schule, das kommt überhaupt nicht in Sprache. Puff, gleich auf die Arbeit. Ich habe Anfang 13 schon gearbeitet. Mhm. Mit 15, stimmt das? Hast du auf der Reeperbahn gestrippt? Nee. Was habe ich gelesen? Das steht hier. Schön. Und hast auf der Hamburger Reeperbahn gestrippt. Nein, das hieß Schönheitstänzerin. Ach so. Das war noch ganz andere Zeiten. Ich war abgehauen und bin dann irgendwie in Hamburg gelandet. Und natürlich muss man ja überleben in meiner Situation. Und dann habe ich irgendwie auf dem Reeperbahn gearbeitet, in drei Läden. Und es ist mittags um 2 schon angefangen, von 2 bis 4 und dann von 4 bis 6. Hans Meiser war damals schon mit dem Mikrofon vor Ort, ne? Dann schon wieder in einem anderen Laden. Aber da habe ich eigentlich nur auf der Bühne gesessen. Ja. Und wenn der Portier dann einer reingeschleppt hat, sozusagen, nicht Hamburg, dann habe ich getänzert, bis er bestellt hat, und habe ich mich wieder ausgeruht. Das finde ich ja toll. Darf ich mal was ganz Indiskretes fragen? Ja. Du warst ja eigentlich, es war ja nicht so ganz klar, ob hast du als Frau gestrippt damals? Also ja, warst du ein richtig... Also ich lebe als Frau, seit ich 13 bin. Okay, also da war schon alles da, die Jungs haben alles gesehen, was sie sehen wollten. Ja. Super. Romy Haack, du hast mit 23 einen Club eröffnet in Berlin, von dem Hubertus gesagt hat, da war ich mal drin, das war wirklich toll. Wieso, pfui? Nein. Hey, warst du da rein? Ich war drin, ich weiß noch genau, das ist ungefähr vielleicht 80 gewesen, mit Rolf Kühn. Der hat mich mitgenommen. Ich war damals am Schillertheater und Rolf Kühn. So, und der hat mich da mitgeschleift und nun bin ich sozusagen der geborene Hetero, aber ich habe es trotzdem klasse gefunden, muss ich sagen. Es war großstädtisch, es war tolles Programm. Es hatte, ich meine, ich war jung und dachte, so muss New York sein. Aber was habt ihr denn geboten? Ich kam ja gerade aus New York und deswegen habe ich den Laden aufgemacht. Ja, man hat es gesehen, das Programm war wirklich war großklassig. Ja. Aber was hast du denn dort in New York sozusagen gelernt, was man in Berlin noch nicht kannte? Naja, erstmal war ich in Paris und habe dann eigentlich meine Schule gehabt im Alcazar de Paris für Jean-Marie Rivière. Und da musste ich flüchten, weil das Apartment irgendwie aufgebrannt war, keine Papiere hatte und überhaupt nichts hatte. So, ich bin abgehauen nach Amerika. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich als Tänzerin in die Burlesque Theater, was es jetzt überhaupt nicht mehr gibt, wo es so richtig Vaudeville-Programm gibt, da habe ich richtig arbeiten müssen, habe dann in Atlantic City gearbeitet und das hat mich alles imponiert, weil das war natürlich alles viel professioneller, das war alles so perfekt. Wir waren ein bisschen lazy in Showbusiness, nicht? Also in die Zeit. Und was hat man da gelernt? Singen, tanzen? Ach, du musst alles kennen. Singen, tanzen, alles. Näht man seine Kostüme selber, all die Sachen auch? Also ja, doch. Man hatte dann in die Burlesque selber seine Kostüme dabei, seine Acts dabei. Ja. Und meistens war das dann live, weil die haben dann auch schon rationiert und die haben dann nur einen Live-Drummer gehabt, die dann alle Boops und so wie Burlesque Dance noch betont haben. Ja. Cool. Wie war dieser Club? Also in Berlin, der war eigentlich ganz einfach gestaltet, aber die Berliner haben gesagt, sowas haben sie noch nie gesehen. Nee, in Berlin, in Atlantic City habe ich mich verliebt in den Berliner und wir sind abgehauen nach Berlin. Und in Berlin gab es nur Stripclubs und Animierläden und sowas. Und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich war 23, ich wollte irgendwie Leute so alt wie ich. Mhm. Ja? Mhm. So, wir haben uns irgendwie vor das KDW gestellt und jeder, der hübsch aussah und irgendwie um die 20 war, haben eine Einladungskarte gegeben. So habe ich das eigentlich angefangen. Ja?
Nicht? Und da stand daraus, wenn du, wenn deine Wäsche mehr als 160 Grad aushält, kommst du heute Abend da vorbei und lachst. Nicht? Und ja, und der Laden bin ich aufgemacht mit 7000 Mark. Vorstellen, also da war nicht viel mit Deko, oder? Nein, da haben wir einfach alle Wände schwarz gefärbt und ein rotes Vorhang in der Ecke und einen Spott haben wir gehabt. So sind wir angefangen. Hast du das Gefühl, dass die Zeit damals humorvoller war? Also es war kreativer. Wenn bei uns zum Beispiel das Programm angefangen ist, dann ist erstmal ein Papst vorbeigekommen, ja, der eine Sektkugel in der Arm gehalten hat und die Leute gesegnet hat mit einer Klobürste. Nee? Und ich meine... Das gab es noch nirgendwo. Nee, das war trashig. Nee, natürlich war es the talk of the town. Die Leute meinen, hä, was ist denn hier los? Aber in Amerika war das eben irgendwie alles viel rauer, much more underground. Ja. Ja? Aber alle Stars sind gekommen. Ja, alle. Ja, das kommt, weil ich dann immer Musiken genommen habe aus den Charts. Weißt du, was dann... Also, war ja ein Diskothek für junge Leute mit Programm. Und dann habe ich das immer so sehr Fellini-haft und bizarr illustriert. Und eigentlich sind all diese Stars anfangen zu kommen, weil damals gab es ja noch keine Videoclips. Ja, gab es ja überhaupt noch nicht in die Zeit. Und die haben eigentlich, die sind gekommen, um zu gucken, wie denn ihre Musik oder ihr Hit illustriert sind. Ach so, okay. Nicht? So ist das eigentlich alles entstanden. Hast du David Bowie dort im Club kennengelernt? Nein. David Bowie, es war dann so, ich hatte einen 600er Mercedes und dann haben wir dann immer die Stars da bekommen, wenn sie irgendwo in der Deutschlandhalle aufgetreten sind oder sowas. Dann ruft das Management an, ach, komm doch mal mit ein paar Leute zu David Bowie Konzert und so. Und damals, David Bowie war mir überhaupt kein Begriff. Also, weißt du, ich war sehr Supertramp, Freddie Queen, solche Sachen. Und voilà, ja. Da sind wir da hingegangen mit einer ganzen Truppe, mit all meinen Künstlern. Ich glaube, wir waren 20 oder sowas. Mhm. Und ja, das hat dann reingehauen. Da hat man, und dann bist du gleich nah an ihn rangekommen? Oder habt ihr euch, hat er dich gesehen? Und na, wir waren im Frontbereich von der Bühne, da gab es dann so einen VIP-Bereich. Und dann, er ist auf die Bühne gegangen und wir haben uns angeguckt. Und da war es ganz klar, dass wir miteinander eine Zeit verbringen. Und wie war die Zeit mit David Bowie? Ich finde den ja so sexy. Ja, ich finde das schrecklich, dass ich immer über David Bowie reden muss. Naja, das hättest du vorher überlegen müssen, Robby. Man kann es nicht machen, dann aber ein Buch drüber schreiben und dann sagen... Aber ich habe da kein Buch drüber geschrieben, er kommt in meinem Buch vor. Da ist ein Kapitel, das habe ich sehr aufmerksam gelesen. Zwei Seiten, oder? Ja, aber das habe ich gelesen. Das hat Barbara mehrmals gelesen. Ich bin ein Fan. Aber ja... Es ist faszinierend, wie viele Fans David Bowie heutzutage noch hat. Das muss ich sagen. Aber David Bowie damals, er brauchte seine Outside. Es war, er ist hier gekommen, er war seine erste Europa-Tournee. Und sein Erfolg ist ihm ein bisschen nach dem Kopf gestiegen und einfach zu viel Drogen. Zu viel, ja, drin. Es gab keine Lines von Koks, es gab Schalen von Koks. Okay. Ja? Und, ja, die 80er, so war das dann. Die 70er, und ja. Die 70er. Ja. Und so, das habe ich alles ertragen müssen eigentlich, nicht? Mhm. Dann ist er nach Berlin gezogen. Aber du warst wahrscheinlich nicht unbedingt der mütterliche Typ, der versucht hat, ihn davon abzuhalten. Du hast ihm noch richtig Feuer gegeben, oder? Naja, manchmal ist mir das total auf die Nerven gegangen, weißt du, also too much is too much. Mhm. Also ich würde nicht sagen, ich habe nie was genommen oder sowas, in die Zeit habe ich bestimmt was genommen, aber ich habe meine Grenze gekannt. Rationiert. Nicht? Ralf Schmitz also, lacht so. Warum lacht Ralf Schmitz? Das macht nicht. Gott, ich finde es. Es ist am Gegenteil, es ist ein ganz wohlwollendes, sympathisches Lachen. Es ist kein Auslachen, um Gottes Willen. Ich habe nur gelacht, ich habe mir gedacht, wenn ich Koks nehmen würde. Ja. Du würdest explodieren. Ganz sympathisch. Ja, das war dann auch so weit wie eben, dass eigentlich mir sein Gehirn so langsam explodierte. Und das war wirklich eine harte Zeit. Ich musste ihn eigentlich davon wegbringen, nicht? Und deswegen ist auch die Zeit gewesen, dass er nach Berlin gezogen ist. Er musste eigentlich Entzug machen, weil es einfach much too much war. Das ist die wahre Geschichte. Ne? Okay. Mhm. Ich habe auch vom Schah von Persien gelesen. Mhm.
und von Onassis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das heißt, du hast dich dann den älteren Herren zugewandt? Nein, also nee. Nee, was willst du? Man ist 16, man muss überleben. So. Man war jung, man brauchte das Geld. Das, was ich meiner Tochter sagen würde. Das sind ja andere Geschichten, nicht? Man war ja auch noch kreativ dabei. Dass wir sagen, wir sind nach Urlaub gefahren, nach Hydra. Das ist die Vorinsel von der Onassis-Insel. Ja, und dann schwimmt man da halt, wird man halt mal abgetrieben. Nee, dann ist man weit geschwommen. Und wenn ein schöner Yacht vorbeikommt, haben wir um Hilfe gerufen. Dann haben wir uns retten lassen. In diesem kleinen Land gab es schon ein paar Kneipen. Da war es, dass nicht nur Josephine Baker aufgetreten während ihres Abschlusskonzertes. Das war doch in den 20ern. Nein, nein, Josephine Baker hat in den 70er Jahren ihre Abschlusskonzerte gemacht. Baker aufgetreten. Oh, Entschuldigung. Aber in den Läden wurde, wenn Josephine Baker nicht da war, wurde halt richtig heißes Programm gemacht auch. Das glaubt man gar nicht über Luxemburg. Und darüber spricht man und eigentlich. Und du und Frank Elstner, ihr habt richtig Gas gegeben. Wenn Sie das als junge Frau hören, haben Sie manchmal das Gefühl, Sie hätten gerne in dieser Zeit von Romy und Hans Meiser gelebt, ja, wo ein bisschen weniger Disziplin und ein bisschen mehr, da hat man die Maske aus anderen Gründen aufgehabt. Aber ich denke, dass das... Nee, das stimmt ja nicht, das stimmt ja nicht. Wir sind ja schon offen in die Läden gegangen. Ja, und die Frage ist jetzt mal... Ach, ich denke mal, dass jede Zeit irgendwie spannend war. Ne? Also ich muss sagen, ich genieße es unheimlich, in einer Zeit zu leben, wo wir sehr offen und... ohne oder mit nur wenigen Tabus leben können. Und ihr wart ja quasi unsere Vorreiter. Euch haben wir das zu verdanken. Aber mit Tabus macht es mehr Spaß, ne? Aber genau, ja, vielleicht. Also ich glaube, das war schon sehr spannend. Ich finde es heute auch ganz spannend. Also heute erlebe ich auch genug Sachen. Also ich finde es eine ganz tolle Zeit, auch diese neue Zeit. Das stimmt, aber früher waren die Klamotten geiler. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Schau mal hier, wir haben Bilder. Oh Gott. Mich die Verruchte, sie flüstern mit mir nach. Nur manchmal, in diesem Haus ein Gang, da werden sie leicht schwach. Da werde gerne fallen, der Oberstudienrat. Bin ich Mutter und Fee, für dich bin ich Rose und Dorne, für dich bin ich Sonne und Schnee. Und sie singt natürlich immer noch unter anderem zu hören in Hamburg am 2.12. und am 3.12. im Politbüro. Ja, und wir sind richtig rockig, nicht? Ich hatte mal Chanson, da der Abschluss war so Chansonphase. Das war so, wenn ich 50 war, da habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt wärst du alt, jetzt musst du Chanson singen. So. Und jetzt bist du 61, ich darf es verraten, und du singst jetzt wieder Rock. I'm back to the roots, ja. Sollen wir mal einen kleinen rockigen Song singen? Ich freue mich darauf wahnsinnig. Ja. Folgendes gewünscht. Es gibt ja auf deiner Platte Walk on a Wild Side. Ja. Den berühmten Lou Reed Song. Ja. Jetzt haben wir natürlich so fantastische Musikerinnen hier und dich. Jetzt wollten wir fragen, ob es okay wäre, wenn wir es zusammen singen. Na, es wird ja nie klingen wie in der CD, nicht? Das ist natürlich wahr. Das wollen wir ja. Aber schaffst du das? Vielleicht. Ich probier's mal. Ich weiß nicht, wie rockig es wird. Wir schnippen mit. Braucht ihr irgendwas am Anfang? Reed hat diesen Song geschrieben in der 82 Club in New York. Und Holly hat getanzt auf der Bühne und der war eigentlich besoffen unter der Tisch und hat diesen Song geschrieben. Holly came from Miami, FLA. Hitchhike away across the USA. Plucked her eyebrows on their head. Lift her head, and he was if she says, hey, hey, take a walk on the wild side. I said, hey, Candy, take a walk on the wild side.
everybody goes do 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 dass du da bist. Ja.